So, bei mir jetzt die beiden Trainer des SV Treis, Leon Gils und Florian Gelbe. 1:1 im Derby gegen den SV Dörbach. Wie fällt euer Fazit aus zum Spiel? Ja, ich fange mal an. Ich denke, klassisches Derby-Spiel. Ne? Also war richtig Stimmung drin, hitzig, auch von außen. Wir sind am Anfang nicht gut ins Spiel reingekommen, die erste Halbzeit. Da waren wir nicht gut da. Wir sind immer hinterhergelaufen, waren nicht nah genug am Mann dran. Sind dann auch verdient mit 1:0 in Rückstand geraten, haben aber die zweite Halbzeit das viel besser gemacht, waren giftig, waren dann meines Erachtens auch bis zur 80. Minute die bessere Mannschaft, haben dann verdient das 1:1 geschossen und ja, am Ende hat Dörbach nochmal ein bisschen gedrückt, aber haben das dann eigentlich souverän, das 1:1 mitgeholt. Ich bin auch zufrieden mit dem Punkt, ja, ich denke, das geht in Ordnung, also war ein gerechtes Remis. Ja, Leon, noch was hinzuzufügen? Ja, ich kann mich im Großen und Ganzen dem Flo anschließen. In der ersten Halbzeit haben wir etwas zu ängstlich gespielt, meiner Meinung nach. Waren immer 2-3 Schritte zu spät da, nicht ganz am Mann geklemmt. In der Halbzeit haben wir jetzt etwas gefangen, haben das dann die zweite Halbzeit viel, viel besser gemacht. Da waren wir enger dran, hatten auch offensiv mehr Chancen erspielt. Irgendwann das 1:1 dann gemacht und etwas gedrückt noch. Mit ein bisschen Glück machen wir noch das 2:1 und im Endeffekt können wir mit dem Punkt sehr gut leben, denke ich. Ja, weiße Weste behalten, zumindest was keine Niederlage angeht. Nächstes Spiel jetzt gegen Lüxem 2, vielleicht kurzer Ausblick darauf. Ja, genau, die Lüxemer, auch noch ohne Punktverlust, wird das nächste Topspiel werden. Ich denke mal, die vier Mannschaften, die jetzt da oben sind, die werden da auch so bleiben. Deswegen ist es wieder ein immens wichtiges Spiel. Ist eine sehr junge Mannschaft, ich denke, sehr spielstark, weil es eine zweite Mannschaft ist aus der Bezirksliga. Da müssen wir halt voll dagegen halten, eventuell ein bisschen die Erfahrung noch ausspielen und ja, dann gucken wir mal. Wir sind gut drauf, von daher bin ich da guter Dinge. Gut, und Marschrichtung zum Saisonende vielleicht hingesehen noch? Ja, als Ziel haben wir ausgesprochen, unter den Top 3 zu landen, das ist weiterhin das Ziel. Der Direktaufstieg wird natürlich sehr, sehr schwer, auch wenn es nicht unmöglich ist. Platz 2 ist definitiv machbar, denke ich. Da kann man auch in die Relegation gehen, wenn die wieder gespielt wird. Aber wie gesagt, Top 3 ist das Ziel und da werden wir weiterhin dran arbeiten und auch Gas geben. Super, dann vielen Dank und danke fürs Gespräch. Nur viel Erfolg noch. Danke.